Kapitel 29. Die Verwandlung beginnt. Das frisch verlobte Paar lag einige Minuten eng miteinander verschlungen auf dem Sofa und genoss still das Gefühl der Vollkommenheit. Als Hermine sich wieder von ihrem Geliebten erhob und sich mit leuchtenden Augen vor ihn setzte, nahm er eine ihrer Hände in seine und steckte ihr den Ring an. Es war, als wäre der Ring für ihren Finger gefertigt worden. Er passte perfekt und der Stein begann je nach Lichteinfall in den verschiedensten Farben zu schimmern. Das war der letzte Beweis für Cerberus, dass sie die Richtige für ihn war. Der Ring hatte meine Mutter gehört. Er passt sich der wahren Frau des nächsten Prinzerbens an und offenbart so die, die würdig ist, den nächsten Erben hervorzubringen. Hermine, er zeigt uns, dass wir füreinander geschaffen sind und unsere Geister miteinander harmonieren. Nicht, dass ich jemals daran gezweifelt hätte, erklärte er seiner kleinen Hexe, die fasziniert auf den Ring schaute. Ihre Blicke verschmolzen miteinander und jeder, der diese beiden in diesem Moment beobachtet hätte, hätte die Magie der Liebe gespürt und sie gesehen. Das laute Knurren ihres Magens riss das verliebte Paar aus ihrer Gedankenwelt. Cerberus lächelte belustigt, nahm dann Hermine an der Hand und zog sie zu sich hoch. Ein gehauchter Kuss auf die Lippen und dann zog er sie sanft Richtung Tür. »Wir sollten zu Abendessen gehen. Wir haben schließlich etwas zu feiern«, strahlte er ihr offen entgegen. Zusammen betraten sie die große Halle und liefen mit ineinander verschlungenen Händen zu den anderen an den Tisch. Noch bevor sie die bereits Anwesenden begrüßen konnten, erhob sich die Schulleiterin und strahlte die beiden an. »Eure Energie ist anders. Sie hat sich vereint.« »Ihr seid...« Weiter sprach sie nicht, sondern strahlte sie nur noch mit einem breiten Lächeln an. Cerberus warf einen kurzen Blick auf seine baldige Frau, bevor er begann, laut zu sprechen. »Ich habe Hermine gefragt, ob sie mich heiraten möchte, und sie hat zugestimmt.« Sein Ton war typisch Snape und klang fast sachlich, doch die Anwesenden konnte er damit schon lange nicht mehr täuschen. Die beiden Slytherins starrten Hermine mit offenem Mund an, die zur Bestätigung seiner Worte ihre linke Hand erhob und den Ring offenbarte. Das Aufblitzen des Steines schien Blaze und Draco aus ihrer Starre zu reißen und gleichzeitig sprangen sie auf und rissen Hermine in eine herzliche Umarmung. »Glückwunsch, Kleiner, ich freue mich so für dich«, sagte Blaze. »Ich wusste, dass ihr zueinander gehört«, sagte Draco. Nachdem sie von allen umarmt und beglückwünscht wurde, stießen sie gemeinsam auf den Bund, den das Paar eingehen wird, an und begannen zu essen. Egal wie sehr er sich Snape anstrengen würde, er konnte und wollte sein glückliches Lächeln nicht mehr verbergen. Am Abend wurde noch viel gefeiert, gelacht und über die Hochzeit philosophiert. Die drei Schüler machten sich einen Spaß daraus, Cerberus mit verrückten Ideen über die Hochzeit zu schockieren und lachten dann laut auf, als er vollkommen entgeistert Hermine anstarrte. Er wusste, sie würde eine schöne Hochzeit haben und egal wie das Drumherum der Feier werden würde, der Tag, an dem er diese Frau zu seiner machen konnte, würde der glücklichste Tag seines Lebens werden. Die Woche verging wie im Flug und das Wochenende und somit der Vollmond kam immer näher. Die Spannung von Blaze und Hermine stieg stetig an und der Tag vor dem Vollmond war kaum auszuhalten. Immer und immer wieder gingen sie die Zutaten und die kommenden Schritte durch. Der Tag des Vollmonds war gekommen und die beiden nervösen Schüler saßen bereits sehr früh beim Frühstück. Langsam gesellten sich auch die anderen zu ihnen und mussten über die beiden Nervenbündel mit Augenringen schmunzeln. »Na, ihr beiden, nicht gut geschlafen?«, fragte die Schulleiterin mit einem ungewöhnlich spöttischen Unterton. Hermine und Blaze schauten sie nur mit scheuen Augen an. »Keine Sorge, heute Abend werden wir zur Höhle apparieren und die Zutaten in ein Glasfläschchen geben. Dann werden wir die Fläschchen in die Höhle einschließen und erst beim nächsten Gewitter wird der Trank fertig sein. Ihr werdet heute Abend das erste Mal den Spruch sprechen, den ihr bis zum Gewitter jeden Morgen und Abend wiederholen müsst. Also entspannt euch und freut euch darauf, heute endlich das Blatt aus dem Mund nehmen zu können«, versuchte die Schulleiterin, ihre Schützlinge zu beruhigen. Scheinbar funktionierte es, denn endlich begannen die beiden etwas zu essen und ihre Mienen wurden deutlich entspannter. »Professor, was machen wir, wenn der Himmel heute Nacht wolkenbedeckt ist? Dann müssen wir von vorne anfangen«, fragte Hermine und nahm die Antwort bereits vorweg. Die Schulleiterin schenkte ihr nur ein mütterliches Lächeln,
Sie hatte bereits das Wetter für diesen Abend geprüft und wusste, dass es eine sternklare Nacht werden sollte. Nun konnte sie nur noch hoffen, dass sich der Zauber nicht geirrt hatte. Gegen 23 Uhr trafen sich die beiden Schüler mit der Schulleiterin in ihrem Büro. Gemeinsam apparierten sie auf den Hügel, auf dem sich der große Fels mit der magischen Höhle befand. Zusammen blickten sie zum Himmel und stellten zufrieden fest, dass der Vollmond genau über ihnen seine komplette Größe hervorbrachte. Es war keine Wolke zu sehen, und so standen sie in dem beinahe tageshellen Schein des Vollmondes. Ein erleichtertes Seufzen war von Blaze zu hören, der im nächsten Moment zwei Glasfläschchen aus dem Umhang zog und Hermine eines hinhielt. »Wir können die Blätter nun rausnehmen«, stellte der dunkle Slytherin zufrieden fest und öffnete die Flasche. Er nahm das speicheldurchtränkte Blatt aus seinem Mund und steckte es in die Glasflasche. Hermine tat es ihm gleich und gemeinsam hielten sie die Fläschchen in den Schein des Mondlichtes. »Au!« fluchte Hermine und hielt sich eine Hand an den Kopf. Die Schulleiterin kicherte und hielt ihr eins ihrer Haare hin. Hermine verstand und fügte das Haar dem Blatt im Fläschchen hinzu. Blaze zupfte sich lieber selbst sein Haar aus und legte es ebenfalls zu seinem Blatt. Die Schulleiterin drehte sich um und öffnete den Eingang der Höhle mit ihrem Zauberstab. Sie zog zwei silberne Löffel aus ihrem Mantel und gab jedem einen davon. Dann erklärte sie sachlich, »Wir schlüpfen vorsichtig durch den Vorhang und jeder von euch sammelt einen Löffel Tau. Habt ihr das getan, werdet ihr ihn zu den anderen Zutaten geben und zuletzt eine der Totkopf-Schwärmer-Kokons. Markiert euer Fläschchen, dass ihr wisst, wem welches gehört, und stellt es dann in eine Ecke. Wir müssen dann vorsichtig hinausschlüpfen und ich werde die Höhle wieder verschließen.« Gesagt, getan, und so fügten die beiden ihre Zutaten zusammen und markierten ihr Fläschchen, bevor sie wieder durch den schwarzen Vorhang schlüpften. Draußen angekommen, verschloss die Schulleiterin den Eingang der Höhle. Alle drei atmeten erleichtert aus. McGonagall klatschte freudig in die Hände und strahlte die beiden Jüngeren freudig an. »Sehr schön, alles hat super funktioniert. Eigentlich müsste euer Trank perfekt werden. Nun richtet eure Stäbe auf euer Herz und sprecht den Spruch. Sprecht laut, klar und deutlich«, wies sie die beiden Schüler an, die ihrer Aufforderung sofort nachkamen. Beide richteten ihre Stabspitze auf ihr Herz und sprachen deutlich: Amato, animo, animato, animagus.